Hallo liebe Leute hier auf YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Webtipp. Heute schauen wir uns mal an, warum der Browser Opera in der Version 45 nicht zu verachten ist. Viel Spaß! Opera gehört ja insgesamt zu den eher unbekannten Browsern, wobei man sagen muss, dass er in der Version 45 wirklich einiges zu bieten hat und gerade was Komfort angeht, deutlich besser ausgestattet ist als beispielsweise Google Chrome oder auch Firefox. Zunächst einmal, wenn wir Opera geöffnet haben, sieht die Startseite so aus, die habe ich mir so individualisiert. Hier oben auf diesem Symbol können wir die Startseite auch noch ein bisschen anpassen. Ihr seht hier, können wir die Hintergrundbilder entsprechend anpassen. Wir können das dunkle Design aktivieren, es gibt allerdings auch ein helles Design. Ich lasse das dunkle Design einfach mal und wir können die Startseitenleiste hier konfigurieren. Diese Leiste schauen wir uns gleich auch noch an. Das Ganze können wir aber auch noch hier über die Einstellungen machen. Und hier kommen wir zunächst einmal schon mal zum wichtigsten Feature von Opera. Opera hat einen integrierten Adblocker. Das bedeutet, wenn ihr hier Werbung blockieren aktiviert habt, dann wird euch keine Werbung angezeigt. Was ich aber sagen muss, ist natürlich, dass zum Beispiel so Kanäle wie der hier sich teilweise auch durch Werbung finanzieren. Das bedeutet, wenn ihr das angeschaltet habt, dann bekommen wir natürlich keine Auszahlung. Trotzdem möchte ich euch das nicht vorenthalten, weil ich selber weiß, wie nervig Werbung für Nutzer im Internet sein kann. Ich lasse es aus, weil ich möchte meine YouTube-Kanäle beispielsweise, die ich selber gut finde, auch ein bisschen unterstützen. Wir können den Browser hier noch ein bisschen individualisieren. Ich werde jetzt nicht auf jede Funktion einzeln eingehen, denn das würde den Rahmen sprengen, aber ihr seht schon, ihr habt hier beispielsweise personalisierte Nachrichten, die Benutzeroberfläche könnt ihr noch ein bisschen anpassen. Ich habe sie mir jetzt mal so für mich angepasst, wie ich sie als gut erachte. Hier die Hintergrundbilder, die Seitenleiste entsprechend einstellen, das Betriebssystem, wenn verfügbar, die Hardwarebeschleunigung verwenden und da muss ich sagen, Opera verwendet die Engine von Chrome und wir haben auch beispielsweise eine Multiprozessor-Unterstützung. Das heißt, hier ist auch ein deutlich schnelleres Arbeiten gegeben, aber zu der Geschwindigkeit komme ich gleich auch nochmal. Hier können wir Einstellungen für Websites machen, für JavaScript, für Flash und so weiter und so fort. Das ist eher was für fortgeschrittene Nutzer und hier haben wir Datenschutz und Sicherheit und das ist auch eine Besonderheit von Opera. VPN ist ja ein Virtual Private Network. Wenn ihr beispielsweise ein Virtual Private Network braucht, könnt ihr das hier über Opera einfach aktivieren und ohne Geschwindigkeitsbegrenzung nutzen und das ist auch nicht selbstverständlich, das hat eigentlich fast kein Browser, das macht Opera mehr oder weniger einzigartig. Im nächsten Schritt habt ihr dann hier an dieser Leiste verschiedene Social Media Funktionen und die sind sehr interessant. Beispielsweise hier der Facebook Messenger ist direkt als Applikation in Opera integriert. Das bedeutet, hier könnt ihr beispielsweise über den Messenger mit euren Freunden schreiben. Genau das gleiche gilt für WhatsApp und für Telegram. Es gibt ja Leute, die WhatsApp nicht nutzen möchten. Da besteht dann die Möglichkeit, Telegram zu nutzen und dass es das dann nicht auf einer separaten Seite wie beispielsweise WhatsApp Web gibt, sondern direkt als Applikation im Browser integriert, ist sehr praktisch, denn ich nutze beispielsweise WhatsApp Web ungemein viel und da kommt mir das sehr gelegen. Das heißt, es ist vom Komfort her ein sehr, sehr guter Browser. Was wir dann noch haben, ist eine zwar anständige Geschwindigkeit, allerdings liegt die immer noch ein bisschen hinter gerade Google Chrome. Wenn wir uns hier mal den Score angucken, im Free Online Browser Speed Test haben wir mit Google Chrome einen Score von 1048, mit Opera haben wir nur 805 und respektabel auch der Microsoft Edge Browser mit einem Score von 873 zieht in etwa gleich mit dem Opera Browser. Wobei ich sagen muss, das sind Benchmarks und die Benchmarks machen keine Aussage über das subjektive Arbeiten. Das subjektive Arbeiten ist eigentlich nicht groß anders als beispielsweise jetzt auch hier im Google Chrome Browser. Also diese Geschwindigkeit, die ihr mehr haben soll, laut dem Benchmark-Test merke ich jetzt nicht wirklich. Wenn ihr Opera nutzen wollt, schaut es euch gerne an. Ich habe euch Opera mal in der Infobox verlinkt. Mit welchem Browser guckt ihr aktuell dieses Video? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördliche Richtung. Schaut auch gerne mal bei unseren letzten Videos vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.